Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Wie viele Todesopfer gibt es bisher? Bevor wir erkannten, was dort vor sich ging, wurden 17 Marines bei der Simulation getötet. Darum haben wir Sie kontaktiert. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. Sie bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Aber so fortschrittlich Sie in militärischer Strategie auch sein mögen, so ist es immer noch eine VI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und ist an kein Netzwerk angeschlossen. Und da kommen Sie ins Spiel. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Keine Sorge, Admiral, ich werde das Ding ausschalten. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen, aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Boah. Gut, wir machen trotzdem erstmal die Mission von Ferros. Und dann kümmern wir uns um den neuen Quatsch. Mal gucken, was Lyra so kann. Hübsch, hübsch, hübsch. Gefällt mir. Sieht aus wie diese Wolkenstadt aus Star Wars. Wo Obi-Wan Kenobi gelandet ist mal. Oder wie die eine Mission aus Halo Reach. So relativ so ein Dreiviertel des Games, die kam. Meinte ich. Wo es dann Checkpads gab und so. Oder? Weiß gar nicht mehr. Jetzt bin aber auf Flusschen geflogen, das weiß ich noch. Daher, frag mich nicht. Ich bin der Spectre. Ich habe mehr als genug zu tun. So, sie ist voll auf Kranerbiotik. Ja. Dann wäre es wirklich besser, den noch mitzunehmen. Dann haben wir noch ein bisschen Tech auch noch und mehr Kampfstärke. Ich weiß auch nicht, was Lyra kann. Daher. Was kannst du eigentlich? Sie kann alles. I like it. Sie kann allerdings nur Elektronik. Verdämpfung. Dann stellen wir ihn jetzt auf Tech rein. Da sie ja gefühlt nur 50 Millionen Fähigkeiten besitzt. Machen wir das auch. Kann sie gerne die Fähigkeiten anlernen. Von Electronic. Dann leveln wir jetzt bis hier hoch. Dann machen wir gleich hier auf Max die Scheiße. Zack. Signalität, was auch immer das sein soll. Innendruck wird. So, wir haben ja Skause der Scharfschütze bei uns. Naja, würde ich sagen, dann setzen wir die halt auf Sturmgewehr. Das ist eigentlich nicht schlecht.
Es wäre zwar sehr wenig Muni, aber haut richtig rein. Schaden, das gefällt mir. Panzerung habe ich wahrscheinlich nicht für sie. Nein, sorry. Und ich habe eine bessere für dich. Ja, ändert sich nichts bei dir. Du bleibst einfach hässlich. Rüstung habe ich auch noch keine geile gefunden, muss ich sagen. Hier, lass es mal upgraden. Wir machen jetzt Schild und Umgehung, Schaden allgemein. Mach mal Giftschaden rein. Ist aber eigentlich gar nicht so schlecht dann. Mach mal hier. Waffenwirkung. Waffen-Upgrade. Großkaliber. Einige Feinde nutzen tatsächlich Technologie, um den Waffenradar zu blockieren. Dieses Upgrade verbessert die Erkennung, lässt solche Gegner sogar sichtbar werden. Ja, dann würde ich hier sowas mitnehmen. Pistole, habe ich da was Tolles? Nein. Hier machen wir jetzt Giftschaden rein. Und machen den Kampfscanner rein. Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Okay. Dann wird's wieder gleich doof angequatscht. Dürften ja nicht sein. Wir haben ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Warum? Was ist so wichtig, dass er mich gleich sehen will? Die Geth starten einen weiteren Vorstoß. Faidan, aber er braucht Ihre Hilfe. Bitte, geh nach oben hin. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Oh ja, die Waffen knallen rein. Komm, zeigen Sie sich. Folgt uns hier so ein bisschen. Gute Arbeit, Lehrer. So, gelobe ich mir das. Sie müssen gesichert werden. Aber hallo. Was ist, wenn... Verdammt gefährlich. Wie soll eine Frau denn nachdenken, wenn um sie herum überall Waffen abgefeuert werden? Weiß ich doch nicht. Frachtlogs. Bei der Definierung dieses Logs haben sie etwas Verdächtiges gefunden. Menschliche Essensrationen für mehrere Monate wurden zu einer nicht registrierten Welt in Voyagers Cluster geliefert. Die Login-Einträge sind nicht eindeutig, aber anscheinend sind sie irgendwo in Amazonas System geliefert worden. Bist du... Die Geth sammeln sich zu einem neuen Angriff. Ich sehe schon, mit wem ich reden muss. Ganz ruhig, meine Liebe. Alles wird gut. Du musst nur ruhig bleiben. Meine Kopfschmerzen werden schlimmer.
Ach, Commander, ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Ich finde sie jetzt nicht so bedrohlich. Jetzt fängt der Spaß an. Try. So, erstmal hier Fähigkeitspunkte, klar. So lobe ich mir das. So, Wiederbelebung. Commander, ich glaube, wir gehen in die falsche Richtung. Dankeschön. Siehst du, sie ist praktisch. So ein Teammate brauche ich. Mehr brauche ich doch gar nicht. Ich brauche doch nur jemanden, der mir sagt, dass ich falsch laufe. Nicht sagen, was er nur laut ist. Und ein Phenomeny entladen. Unser nächstes Missionsziel ist die Gate-Basis. Da, wieso kann ich die seit Anfang an des Spiels haben? Sie hat mir jetzt klipp und klar gesagt, was ich machen soll. So, kann sie nicht Shepard sein und ich bin einfach der Typ, der ihr hinterher latscht. Das wäre mir angenehmer. So wie ein COD latscht der auch die ganze Zeit in der Story irgendjemand hinterher. Soap, Shepard, wer auch immer. Hey. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Ist nur mein Job. Ich habe nur getan, was getan werden musste. Ich bin froh, dass Sie auf unserer Seite sind. Wir haben Sie aufgehalten. Aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Wenn Sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeny-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Was ist Exogeny? Für dieses Unternehmen haben die meisten von uns gearbeitet. Sie haben die Kolonie gegründet. Der Skyway führt direkt zum Exogeny-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen.
Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geth im Wege. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Dann brechen wir auf. Viel Glück, Commander. Tschüss. Ah, sieh mal, jetzt funktioniert der Fahrschlauch, wie ich sehe. Doch hier lang. Der Fahrschlauch funktioniert jetzt. Dann ab zu Xenia. Ich hab schon vergessen, wie das Gebäude heißt. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Ich habe euch ja einen abgenommen. Auf zur Geth-Basis. Das klingt wie ein geschmackloses Klischee. Aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Ich will mich bewegen. Das Spiel funktioniert ja einwandfrei, ne? Gestern noch. Auf zur Geth-Basis. Das klingt wie ein geschmackloses Klischee. Gestern noch irgendwie so ein 5 GB, fast 6 GB Update runtergeladen, wo ich gehofft habe, damit es gefixt wird. Springen. Mir kommt mir das Spiel so laut vor. Auf diesem Planeten vor allem. Die letzten Dinge nach Süden. Wonach? Wir empfangen ein schwaches Kommsignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Da ist noch mehr, Commander, aber ich kann es noch nicht orten. Passiert Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Einfach überfallen in hier. So und nicht anders. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Sie können uns sehen. Wir müssen in der Nähe sein. Vergessen Sie sie. Wir müssen uns um die Geth kümmern. Auf dem Weg. Hallo. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, Jong. Das sind offensichtlich keine Geth. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Geth-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Faidan und einige andere Mitglieder von Zeus Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, sie wären alle tot. Ich sagte, sie wären vermutlich alle tot. Sie haben überlebt. Aber die Geth haben ihnen schwer zugesetzt. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Sagen Sie mir einfach, wo ich sie finde. Sehen Sie? Sie sind nicht hier, um uns zu retten, Juliana. Wir sollten auf Hilfe der Firma warten, bevor wir... Ignorieren Sie ihn. Die Geth sind im Hauptquartier von Exogeny hier ganz in der Nähe. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Geth, sonst nichts. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen... Meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Geth weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Wo ist Ihre Tochter, Juliana?
Weg. Sie arbeitete im Exo-Jenny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Geht wollten. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meinen... Ja, das wäre kein Problem für Sie. Wer bist du? Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Jeder will irgendetwas. Spucken Sie es aus. In Ordnung. Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Ich bin ganz Ohr. Schön, schön. Für mich ist es momentan viel zu gefährlich, in den Ruinen herumzulaufen. Die Leute denken ständig, dass wir Spaß an der Gefahr hätten. Es ist eigentlich nicht so wild. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exo-Jenny finden und die Daten auf diese OSD laden. Ganz einfach. Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Diese Daten könnten viel Geld wert sein. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Ich muss gehen. Gut, denken ich Sie auch. Somit bis zum nächsten Mal.